Ich bin der Hans. Ich habe gehört, hier innen hat es eine richtig grosse Militärküche. Und die gehen wir jetzt suchen. So Keibengross, da kommt man einfach nicht raus. Wo ist die Keibenküche? Ah, ciao zusammen! Bist du Küche? Ja. Salut! Ciao! Nee, ah ja, Desinfektion, genau. Ich will mal kochen hier. Langsam, bitte. Ja, okay. Also, ich bin ja Berner, können wir machen. Ich möchte gerne mal kochen. Ich habe gehört, j'ai entendu, c'est une grande cuisine ici, c'est juste? Ja. J'aimerais bien t'aider ici. Je veux voir ce que tu fais. Je veux voir combien tu fais la cuisine pour beaucoup de soldats. Wie kochst du für so viele Leute? Oh, mais moi, je peux pas prendre n'importe qui comme ça dans ma cuisine. Ah, komm jetzt, Lehrling. Mais déjà, c'est pas le tenue correct pour une cuisine. Hast du mir das Tony? Schick, oder? Ja, gut. Besser, I like that. Und sonst, was machst jetzt du da? Was müssen wir machen? Was geht's? Oh, stopp. Ich kann sehr einfach arbeiten, aber nicht zu viel sprechen. Wir haben nicht zu viel Zeit. Wir können machen einen Marinade für die Krevetten. Salz, Pfeffer, Sojasauce. Dann kann ich gerade loslegen in dem Fall. Hey, stopp. Vorher ein wichtiges Jahre in der Küche. Ja. In der Küche. Was hast du vergessen? Quer? Du gehst in den WC vorher, oder? Was hast du gemacht? Ah, Hängeputzen. Ja, gut. Hygiene ist wichtig. Hat der Küchenchef gemeint. Alors, je vais te montrer la marinade. Ça va être tip-top. Premier, on va mettre les épices, ça c'est important. Ja. Mais pas trop, hein, bien sûr. Parce que sinon, après tout le monde. Ja, also, aber gerne ein bisschen scharf. Gut. Aber ja, man kocht halt nicht für sich, man kocht halt auch für viele andere, gell? Also? Ja. Wir haben nicht alles. Wie gesagt, Berner, geht auch nicht so schön. Und ja, ey, von den lauten Kochdingen ganz vergessen. Wie heisst du eigentlich? Wer bist du überhaupt? Ah, moi je m'appelle Lionel. Du bist der Lionel. Okay. Und eben, du bist auch Koch im Zivilen. Ja, sicher. Genau, für das hier auch super kannst kochen. Hallo. Let's go. Salz. Salz, ja. Wie viel tust du jetzt hier etwa drin? Du kannst nehmen einen kleinen, wie das. Ja? Ja, fair. Also man sieht hier schon die Preise schon ein bisschen mehr als daheim. Aus der Verhältnismäßigkeit, wie es im Militär so ist. Ja, ist gut. Einmal ist gut, mach nicht zu viel. Okay. Was sind noch? Wir können noch einmal am Ende machen. Ja, okay. Ja. Gut, hallo. Okay. Bitte. Mise en place, das ist wichtig. In der Küche, wir müssen Ordnung. Ja. Und so, wir wissen, du weißt, erste, zweite, dritte, vierte. Ja, après, si tu mets ici, c'est scheiße. Ja. Also genau wie im Mattmagen eigentlich. Ja. Après, le Pfeffer. Ja, tipptopp. Gut so? Ja. Wie viele Leute tust du jetzt kochen heute? Ungefähr. Ja, wie viele? Über 100 wahrscheinlich, oder? Ja, 1000 pro Tag zum Beispiel. 1000 pro Tag? Ja, ich bin halt noch zurückhaltend. Gell? Ich koche normalerweise so für 3 bis 4 Leute, wenn überhaupt. Und dann tue ich immer noch mal langsam. Ich muss da noch ein lernen, mit so solchen Massen zu arbeiten. Schon extrem, wie viel das hier drin kommt in der Militärküche. Ist halt nicht nur für 2. Okay? Bon, une fois que tu les as bien chouchoutés, on va pouvoir passer à la fin de la T'as dit chouchouté? Oui, trop bien. Super. Ein bisschen mit den Krevetten, oder? Und das ist kein Problem, wenn du jetzt so im Weg bist, dass du auch deine eigene Küche kannst machen, deine eigenen Rezepte einbringen. Das sind die gleichen Rezepte, aber die Truppe sind nicht glücklich. Ja, ja. Aber er hat viele Rezepte, aber du kannst auch mal eine andere Sache manchmal. Also wichtig, einfach auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen, dass die Truppe auch ein bisschen etwas davon hat. Ja, die Truppe ist sehr exigent, comme in Restaurant. Ja. Manchmal mehr. Ja, sie erwarten extrem viel, gell? Ja, weil sie arbeiten alles Tag und wenn sie kommen an 12 Uhr, das ist seine Pause und sie wollen essen gut. Ja, wenn genau. Wenn nicht gut, aber alle Gruppen sind nicht glücklich. Ja, Moral ist nicht gut, gell? Ja, genau. So, gehen wir kochen? Ich will jetzt die... Nein, machen wir jetzt nein, mit nein, denen? Nein. Was, nein? Du kannst noch einmal kommen, aber nicht jetzt. Nein, sollen wir die nicht kochen? Nein. Was machen wir denn jetzt? Sie wollen kochen. Aber wenn du kochst jetzt, am Abend ist Geld für die Truppe. Ja. Ja, aber ich kann kochen, das ist die Hauptsache. Nein. Okay. Wir haben eine wichtige Mission für dich. Wichtig. Kochen? Ja, kochen. Etwas mit kochen? Also? Ja. Und jetzt? Machen wir, kochen. Jetzt, das ist dein nächster Auftrag.
Kartoffeln sind. Ja, Kartoffeln schälen, ist wichtig. Aber ich will kochen. Nein, nein. Mach doch nicht. Hopp, Exekution. Oh ja, ich will kochen. Das kann ich auch daheim machen, Kartoffeln schälen. Gott. Nerv so viele Leute, es geht ja ewig.